Dieter Wedel, Schauspielerinnen werfen Regisseur sexuelle Belästigung vor, der bestreitet Vorwürfe. Deutsche Presseagentur / pförtner der Festspielintendant und Regisseur Dieter Wedel. Eine ehemalige Schauspielerin behauptet in dem Beitrag, Wedel habe sie 1996 in einem Hotelzimmer in München im Bademantel zu einem Vorstellungstermin empfangen. Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst. Sie habe bitte nicht gerufen, aber er habe sie aufs Bett geworfen und zum Sex gezwungen. In einer schriftlichen Stellungnahme, die der Regisseur Wedel dem Zeitmagazin gab, bestreitet er diesen Vorwurf. Er könne ausschließen, dass er diese Frau oder eine andere Schauspielerin für ein Vorsprechen im Bademantel empfangen habe. Dieser Frau gegenüber war ich definitiv nie gewalttätig, ich habe sie nicht gepackt, an die Wand gepresst und auch nicht mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen, heißt es von Wedel. Wedel soll Schauspielerin die Bluse aufgerissen haben. Eine weitere ehemalige Schauspielerin berichtet, wie Wedel sie 1991 zu einem Casting in ein Bremer Hotelzimmer gebeten habe. Ohne Vorwarnung habe er sie bedrängt, ihre Bluse aufgerissen und versucht, sie rückwärts auf die Couch zu werfen. Sie habe sich gewehrt und ihn angeschrien. Da habe ihr Wedel den Hals zugedrückt. Ich bekam große Angst und wehrte mich mit aller Kraft, sagt die Frau. Es sei ihr gelungen, sich Wedel zu entziehen. Wedel weist auch diesen Vorwurf zurück. Er schließe aus, dass er die Frau in sein Hotelzimmer gebeten habe, sich auf sie gestürzt, ihr die Bluse zerrissen und sie auf die Couch geworfen habe. Er sei ihr nie an die Gurgel gegangen oder habe sonst in irgendeiner Form Gewalt gegen sie verübt. Anfang der 2000er Jahre soll er dann während der Dreharbeiten zur Affäre Semmeling eine Schauspielerin vor der gesamten Krive angebrüllt und über Monate unter Druck gesetzt habe. Diese Schauspielerin habe ehemaligen Mitarbeitern Wedels damals erzählt, dass sie zuvor seine sexuellen Annäherungsversuche abgewehrt habe. Die Schauspielerin, die nicht mit ihm schlafen wollte, hat er fertig gemacht, so ein Kameramann. Die Frau selbst bestätigt gegenüber dem Magazin diesen Vorfall. Wedel schreibt zu diesem Vorwurf, er sei oftmals laut gewesen und habe sein Unverständnis, etwa wenn Schauspieler ihre Rollen nicht hinreichend beherrschten und nur schlecht vorbereitet oder ihm nicht ausreichend begabt erschienen, auch grob zum Ausdruck gebracht. Unzutreffend ist aber, dass derartige Handlungen im Zusammenhang mit sexuellen Forderungen oder Avancen Frauen gegenüberstanden. Video: Jetzt kommen viele aus ihren Löchern gekrochen, deutscher TV-Star kritisiert MeToo.